Und herzlich willkommen wieder zurück bei Jurassic World Evolution. So. Was müssen wir denn tun? Wir haben hier neue Mission bekommen. Und zwar bauen Sie eine betriebsbereite Ranger-Station. Okay, brüten Sie einen Triceratops mit einem Genom von 70% aus. Forschungsziel Hakenwurmparasiten. Okay. Fangen wir mal an mit der Forschung. Und zwar, das haben wir... Ah nee, das war ja Dings hier. Okay. So, verkaufen. Extrahieren. Extrahieren. Forschung war hier drüben. Okay, falsches Gebäude habe ich angeklickt. Okay, Hakenwurm. Das ist in der medizinischen Abteilung und da ist der Hakenwurm. Und das läuft schon. Okay, ich muss hier nichts bestätigen. Ich muss da wirklich nur einmal raufklicken. So, Expeditionsteam. Hier haben wir sogar noch den Triceratops drin. Das heißt, da können wir eventuell nochmal das eine oder andere machen. Wie viel Geld haben wir denn noch? Wir haben noch 1,5 Millionen. Kann ich eigentlich für unsere Gäste schon mal irgendwas bauen? Was ist das hier? Ein Schutzraum? Wir haben ja ein Hotel. Erhöhen die Besucherkapazitäten der Insel, wodurch mehr Gäste in dem Park übernachten können. Okay. Souvenirsladen und ein Fastfood-Restaurant. Okay. Ich würde gerne ein Fastfood-Restaurant bauen. Warte mal, da ist der Parkeingang. Ja? Aber das würde theoretisch, wenn wir uns da ein bisschen cleverer anstellen, passt das sogar noch hier rein. Wollen wir das hier reinbauen? Ja. So, das braucht nachher 3 Strom. Wege. Wo kann ich das hier anschließen? Ist das egal? So. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, da reingemurkelt, aber das kriegen wir schon hin. Das wird schon schick aussehen. So, ja, dann würde ich gerne ein Souvenirsladen. Ja, wie in jedem Zoo sind Souvenirsläden meistens, sind die meistens am Eingang bzw. Ausgang. So, das würde ich genau so machen, ne? Und der Regen. Alter, wie geil sieht denn der Regen aus? Muss ich überhaupt noch verbinden oder ist das schon automatisch? Das Forschungszentrum ist auch wieder fertig. Starke Heilung, Immunreaktion, aggressives Verhalten und innovatives Lernen. Pass auf, ich mache jetzt mal die Krähe. So, den Parasiten, das haben wir abgeschlossen. Finden Sie auf einer Expedition ein Fleischfresser-Fossil. Das kriegen wir auch hin. Sozial. Okay, da könnte noch ein bisschen was gebrauchen. Und der andere genauso. Haben wir den Triceratops schon auf 70? Haben wir nicht. Okay. Aber wir könnten hier einmal so einen noch ausbrüten. Ja, dann sind die auf jeden Fall schon mal zu zweit, die Kollegen. Was ist das hier? Achso. Ja. Extrahieren. Und extrahieren. Okay, hier unten diese Sternebewertung ist wahrscheinlich diese, die Qualität, denke ich mal. Oder beziehungsweise gehe ich davon aus. So, jetzt kann ich die wieder losschicken. Wir haben also keinen Triceratops gefunden mehr. Ich schicke die mal hier hin. Okay, wir müssen echt aufpassen mit unserem Geld. Aber ich würde gerne echt hier, guck mal, hier ist noch so viel Platz, ja. Ich würde hier gerne ein Fleischfressergehege bauen. Achso, eine Ranger-Station. Verwaltungsansichten, Betriebsgebäude. Was ist denn das hier? ACU-Zentrum bietet schnelle Luftunterstützung bei Zwischenfällen im Park. Das hier ist eine Ranger-Station. Okay. Sollen wir ja bauen, eine Ranger-Station, ne? Okay, warte mal, hier ist Expedition und hier könnten wir... So. Nehmen wir uns hier noch einen Weg. Sieht so aus, als hätten Sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion.
Okay, Forschung auch abgeschlossen. Okay, das geht alles relativ schnell. Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Danke. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Das Expeditionszentrum hat zu wenig Strom? Wie jetzt? Wir sind an unser Stromlimit rangekommen, ne? Warte mal, hier könnte man noch irgendwas upgraden, aber das habe ich noch nicht freigeschaltet, ne? Das heißt, wir müssen jetzt noch ein Kraftwerk bauen, oder wie ist das? Stromproduktion 60. Kosten... eine halbe Million! Hier kann ich das gar nicht hinbauen, weil... Erklärt mir bitte, warum... Ich denke mal, ja, ich muss es an sein Umspannwerk anschließen, das ist richtig. Aber kannst du mir bitte auch noch erklären, liebes Spiel? Ach, da könnte ich es hinbauen. Warte mal, drehen. Pass auf, ich baue das jetzt hier hin. Ah, okay. So. Okay, das hat jetzt echt viel Geld gekostet. Muss man ein bisschen aufpassen. So, Straßenverbindung. Wird das hier wenigstens schon mal genutzt? Gäste 28, okay. Kann man auch irgendwo sehen? Stromproduktion, ja, das haben wir gerade gelöst, das Problem. Gewinn pro Minute haben wir immer noch. Aufträge, Ruf, Mission, geringe Vielfalt. Anlagenwertung. Ich bin Claire Deering. Ich war schon mal hier auf den Inseln. Auf Isla Nublar habe ich einige Fehler gemacht und versucht, ihnen etwas Positives abzugewinnen. Ich glaube an unsere Arbeit hier. Sie muss nur ordentlich gemacht werden. Okay. Nee, was ich gerne sehen wollte, ist, kann man hier irgendwo sehen, wie viele Besucher denn gerade da sind, zum Beispiel. Ja, das ist ja die Inselbewertung. Ach da, Gästeanzahl, 174. Alles klar. Okay, habe ich gefunden. Hier. Achso, Dinosaurier freilassen. Okay, ich denke mal, das können wir jetzt überspringen. Ein Struthiomimus. Interessant. Noch ein Dinosaurier, der eine direkte Verbindung zu unseren modernen Vögeln nahelegt. Okay, wir brauchen noch den Triceratops, ne? Expeditionsteam ist noch unterwegs, denke ich. Ja, weniger als eine Minute. Okay, alles klar. So, Strom haben wir jetzt auch wieder. Also Strom sollten wir jetzt eigentlich sehr viel haben. Forschung ist, Achso, da wollte ich doch mal gucken, wie es da aussieht mit Gebäude. Und zwar Besucherzentren. Was ist das hier? Ein Kleiderladen, okay. Achso, mehr habe ich noch nicht freigeschaltet in dieser Kategorie. Achso, warte mal, da hätte ich jetzt nicht ganz zurückgeben müssen. Gebäude-Upgrades. Ach da, Strom-Upgrades. Was haben wir denn hier? Verbesserte Leistung. 1.0. Erhöht die gesamte Stromproduktion aufgewerteter Kraftwerke um 14%. Bringt jedoch ein Risiko von 5%, dass ein Stromausfall eintritt. Was ist das hier? Treffsicherheit. Eine bessere Wartung der Gewehre erhöht die Nachladetempo. Okay. Planungseinheiten ermöglichen es, Teams aufgewerteter lalala, eine weitere Aufgabe zuzuweisen. Okay. Fossilienzentrum, was ist das? Achso, ein weiteres Fossil kann gelagert werden. Was ist das hier? Erdungseinheiten verringern das Risiko von Stromausfall in uns aufgewerteten Kraftwerken. Aber Ihr Einsatz hier hat Eindruck hinterlassen. Gute Arbeit. Das hier können wir machen. Verringert die Wartungskosten. Lambert hier. Ich hätte da einen neuen Job, der Ihren Fähigkeiten entsprechen sollte.
Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid. Ja. Interesse haben. Ja, mach ich. Beschaffen Sie 50% des vorherigen Genoms. Edmondosaurus. Ja. Was? Dadurch wird meine andere Mission abgebrochen? Nee, denn nicht. Was ist das hier? Die DNA-Selektoren erhöht die Dinosaurier-Lebensfähigkeit aufgewerteter Hemmungs um 10%. Okay, warte mal. Ich will aber gerne hier, dass ich ein bisschen Geld spare. Okay, das heißt, wir könnten danach unser Kraftwerk upgraden. So, Fossilienzentrum anschauen. Wie viel haben wir denn schon wieder hier? Können wir verkaufen? Verkaufen? Giratosaurus und nochmal Giratosaurus. Okay. Wir kommen aber immer noch nicht auf unsere Mission, dass wir unseren Triceratops auf 70% kriegen, ne? Das heißt, ich werde unser Forschungsteam da nochmal hinschicken, wo den Triceratops. Wo der war. Wo war denn der? Da. Dahin bitte. Danke. Okay, hier haben wir die Ranger-Station. Ranger-Team 1. Neues Team. Ah, ja. Was ist das hier? Skins wechseln. Cool. Dieser Job ist nicht einfach. Aber das soll er auch nicht sein. Wir gestalten die Welt mit jeder Show vollkommen neu. Ja. Diese Sache mit dem Genom war gute Arbeit. Danke. Schön, dass Sie es beschaffen konnten. So, Reserve hat er immer noch 7, okay. Kann ich jetzt eigentlich sagen... Ich kann doch die Ranger-Station, glaube ich, sagen... Ranger-Station. Achso, das ist hier aufwerten oder upgraden. Kann ich Team 1 jetzt sagen, Aufgabe hinzufügen, Fahrzeug lenken, Aufgabe hinzufügen und zwar Futterstation auffüllen, ja, Dinosaurier medizinisch behandeln, Dinosaurier heilen. Reagiere auf Nachschubanfrage. Ah, okay. Zwei Aufgaben können die machen. Okay, wir werden das aber natürlich auch noch selber fahren, das Fahrzeug, ja, keine Frage. Ich wollte nur mal gucken, wie das funktioniert. Das ist auch eine Sicherheit, oder? Da wird das Tor geöffnet, was ist denn, wenn da jetzt einer rausrennt? Und können wir hier eigentlich auch rausgucken? Aha. Jetzt hat er es aufgeführt und bleibt jetzt da stehen? Oder was macht er jetzt? Nee, er haut wieder ab. Komm, ich will mal fahren. Fahrzeug lenken. Warte, wie geht das? Oh, nice. Handbremse, Foto machen. Ach, jetzt kann ich hier ein Foto machen. Kann ich ranzoomen, ja. Hallo, Herr Triceratops. Schick. Oh, es gibt ja Geld. Lohnung einsammeln. Danke. Das wird wunderschön. Betäubungsgewehr. Komm, wir probieren es einfach mal. Muss nicht behandelt werden. Dino ist nicht krank. Ja, okay. Cool, aber auf jeden Fall, es geht. Okay. Okay, an die Steuerung muss ich mich noch ein bisschen... Hilfe! Noch ein bisschen gewöhnen. Vorsicht, Platz da! Okay, das Ding geht echt böse ab. Hilfe, Vorsicht! Warte mal, das war hier, ja? Der Parkplatz dafür? Warte mal, der ist, glaube ich, von dahinter reingefahren. Bumm. Okay, ich gehe einfach zurück, der wird das schon machen. Ausrufezeichen, Fossilien. Was haben wir denn hier? Verkaufen, endlich mal wieder Geld. Ja, Triceratops. Gut. So, dann können wir die auch wieder losschicken. Und zwar könnte man theoretisch nochmal den Triceratops machen. Souvenirsladen haben wir hier auch noch.
Kann man hier irgendwas einstellen? Verkaufen für 6. Wird verkauft. Personal verwalten. Okay, Betriebskosten, Einnahmen. Gesamt pro Minute 4 Dollar. Gäste. Hier können wir unser eigenes Personal noch aufwerten oder wie? Oder mehr ranstellen, sage ich mal. Müsste man beobachten, ob sich hier irgendwie, keine Ahnung, Schlangen entwickeln, dass das Personal da irgendwie nicht mehr hinterherkommt, würde ich sagen, oder? So, was wir in dieser Folge auf jeden Fall jetzt machen wollen, und zwar, ich will ein Gehege bauen. Und zwar, wir brauchen später eine Brutstation, wir brauchen Zäune, wir brauchen Elektrozäune für den, für Isegrim. Wie baue ich das überhaupt? Hier ist ein Tor. Pass auf, das Tor machen wir mal einfach hier in der Ecke. Wie mache ich denn das jetzt? Ah, so geht das. Warte mal, ich werde das nochmal abbrechen kurz. Und zwar, ich will mal die Bäume entfernen. Und den Radius setzen wir mal einfach auf hoch. Na? Ich will ein bisschen was sehen, wo ich gerade hinbaue. Ich kann ja die Bäume immer wieder hinplatzieren, ne? So. Okay, gut, die kleinen Sträucher hätte ich jetzt lassen können. So, Zaun. Elektrozaun. Ja, da kommt der T-Rex. Der frisst jetzt immer die Sauerkirschen fort. Okay, aber wie kann man... Ach, da! Gerade kurvig umschalten. Alles klar, ich siehst du, das ist doch schön. Weil ich wollte jetzt nicht hier, ich sage mal. Naja, es wird doch ein Kreis, ja. Ich wollte ja nicht immer nur gerade Kanten bauen. Okay, wir bauen einfach mal einen Kreis. Okay, das sieht irgendwie doof aus. Okay, kann ich... Warte, abreißen? Ah ja, okay. Gut, so, dann brauchen wir Gehege. Wir brauchen jetzt für 400.000 eine verdammte Brutstation. Muss hier eine Straße anschließen? Warte mal, wie sind die hinten aufgebaut? Ah ja. Aber die kann ja hier so reinragen, ne? Warte mal, ich könnte sie auch hier hinten anbauen. Strom ist ja kein Problem, das kriegen wir hier hinten hin. So, machen wir ein bisschen hier was weg, damit ich hier was sehe. So, jetzt kann ich ja mal hier auf jeden Fall ein... So, hat er ein bisschen Wasser, der Kleine. Könnte ja den Radius mal ein bisschen kleiner machen wieder. So, ne? Was ist das hier? Erhöhung. Ah, okay. Ne, das können wir so lassen. Ich habe mir das angesehen. Das sollten Sie auch tun. Erreichen Sie Einnahmen von... Ja, okay. Das macht es ja quasi von allein. Ich würde nichts gegen steigende Einnahmen sagen. Das wäre überidealistisch. Aber bringen Sie das Geld verantwortungsbewusst auf. Wer weiß, wofür wir es ausgeben. Ich mag den Ian. So. Wie sieht denn das aus mit dem Strom? Wie war denn das? Achso, ja, okay. Wir müssen also hier auch nochmal ein Umspannungswerk bauen. Okay, das kann ich mir gerade nicht leisten, aber ein Umspannungswerk kann ich mir leisten. Warte mal, dann bauen wir das gleich mal hier hin und schließen es da an. So, dann hat das Ding auch Strom. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Versorgfleischfresser. Versorgfleischfresser. Hunger und Jagdtrieb. Okay. Na, wir bauen einmal hier ein bisschen Fleisch auf. Warte mal, hier will ich hier Besucher. Zack. Ne?
Gehege? Okay, jetzt kann ich es mir gerade nicht mehr leisten. Jetzt haben wir echt kein Geld mehr. Jetzt müssen wir auch sparen. Aber das Gehege steht schon mal. So, Fossilienzentrum. Gibt es wieder neue? Triceratops? Und was ist das hier? Bernstein. Können wir uns aber gerade nicht leisten. Okay, wir müssen kurz abwarten. Gut, oh, wie die Zeit schon wieder vergeht, ja. Mein Gott. Was ist denn das hier? Schutzraum. Okay. Dinosaurier-Sichtbarkeit. Aha. Unterhaltungskosten. Zeigt das finanzielle Abschneiden der Attraktion an. Okay, alles klar. Nee, was ich eigentlich machen wollte. Ach, Karte, hier. Ach, da kann man die dann sehen. Was ist das denn? Okay, hier ist anscheinend ein Berg. Das hier können wir derzeit bebauen. Aha. Cool, da sieht man auch gleich, dass es ein Elektrozaun ist. Elektrozaun! So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Könnten wir hier reingucken, wegen diesem Bernstein. Und zwar ein Triceratops-Bernstein. Qualität, sehr hohe Qualität. Okay, nehmen wir mit. Wir haben noch keine 70%. Immer noch nicht. Gut, das sind unsere derzeitigen... Achso, nächste Freischaltung. Aha, also kann ich da jetzt noch gar nicht rein, weil ich muss ja mal hier die Aufgabe machen. Was mehr geht? Ja, das mache ich ja gerade. Achso, ich kann auch einen neuen... ich kann den auch einfordern. Aha. Gut, machen wir einfach mal Unterhaltung. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Ja. Dieser Auftrag macht's möglich. Schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto von mindestens einem Triceratops, der trinkt. Sie wissen, wie man fotografiert, oder? Kann doch jeder. Also sollte okay. Der nächste Auftrag kein Problem für Sie sein. Ranger-Team 1, ich möchte gerne fahren. Nein. Vorsicht! Letzter! Upp, Entschuldigung. Nur Tricera. Oh! Hat das noch gezählt? Er hat sich erschrocken. Ich bin. Zu... Das wird ein gutes Foto. Nee, das glaube ich nicht. Okay, er hat sich erschrocken. Mist! Okay, wir beobachten das alles mal ganz kurz. Komm, trinke bitte nochmal. Komm, trinke. Ja? Komm, trinke. Trinke! Zählt nicht, aber es gibt trotzdem immer noch Geld. Was? Wiederholtes Spezies... Straße? Strafe? Okay. Hm. Ja. ja. Okay. Kann ich das auch eigentlich separat voll machen, das Ding? Ah ja, okay, könnte ich. Wie... Ah da! Auffüllen. Alles klar. Auffüllen abgeschlossen. Gut. Was ich gerne mal testen würde, was ist, wenn ich da jetzt einen Dinosaurier umfahre? Ach, das geht nicht. Ach, wird automatisch blockiert. Cool, okay. Ja, Herr Triceratops, Sie wollten anscheinend nicht. Na guti. Ich würde sagen, Ranger, fahr mal wieder zurück. wie viel Geld haben wir denn? Wir haben jetzt wieder 82.000. Okay.
Komm, wir schicken mal die wieder auf Expedition. Kiratosaurus, bitte. Danke. Okay, da fährt er gerade raus. Okay, müssen wir echt aufpassen, wenn Triceratops zum Wasser geht und dann, ne? Aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann weiter. Ich werde jetzt einmal die beiden Folgen, die ich jetzt gemacht habe, erstmal fertig schnippeln für euch und erstmal hochladen, ne? Da die beide ja quasi heute noch raus sind. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen über eine Bewertung von euch, ja? Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, tschüss!